Herzlich willkommen in unserer neuen Ausstellung Junge Wilde tierisch erwachsen werden. Ich bin Helen Böhm. Und ich bin Michael Stiller. Wir sind die Kuratoren der Sonderausstellung hier im Überseemuseum. Diese zeigt, wie die verschiedenen Tiere mit ihren unterschiedlichsten Lebensweisen ihren Nachwuchs zur Welt bringen und aufziehen. Herzlich willkommen. Heute befinden wir uns im zweiten Bereich der Ausstellung, dem Bereich Brutpflege. Wir gehen der Frage nach, wie schaffen es Eltern, Tiere eigentlich, ihre Jungen großzuziehen, dass sie erwachsen werden können? Im Tierreich gibt es da zwei grundsätzlich unterschiedliche Wege. Zum einen gibt es Tiere, die ihre Eier beispielsweise in das Wasser entlassen und dort ihren Nachwuchs sich selbst überlassen. Einige werden es dann schon schaffen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sich Eltern intensiv um ihre Jungen kümmern. Das nennen wir Brutpflege. Ein Beispiel für Brutpflege sind etwa Vögel. Vögel bauen Nester, brüten dort die Eier aus und versorgen danach ihre Jungen. Ein einfaches Nest sehen wir hinter mir mit dem Vogelstrauß. Der Vogelstrauß legt seine Eier in eine einfache Sandgrube, ja, und brütet dann dort seine Eier aus. Die Jungtiere laufen dann später sehr schnell, nachdem sie ausgebrütet sind, auch mit den Eltern durch die Gegend. Andere Vögel betreiben einen sehr viel größeren Aufwand und benutzen verschiedene Materialien, um ihre Nester zu bauen. Wir haben da als Beispiel den Töpfervogel, der Lehm verwendet und ein sehr massives Nest baut, um eben auch seine Jungtiere vor Räubern zu schützen. Wir haben Vögel, die Gräser benutzen, wir haben Vögel, die Zweige benutzen. Heute beobachten wir immer mehr, dass Vögel auch Dinge in ihre Nester einbauen, die wir Menschen in die Umwelt entlassen, zum Beispiel Plastik. Das ist nicht immer von Vorteil für die Vögel. Bei Elefanten wird Frauenpower ganz groß geschrieben. Die komplette Herde besteht aus Weibchen, die miteinander verwandt sind, und deren Jungtiere. Es gibt eine sogenannte Leitkuh, das ist oft das älteste und erfahrenste Weibchen. Sie weiß vor allem, wo man Nahrung findet und wo man Wasser findet. Das ist überlebenswichtiges Wissen für die Herde. Die Männchen verlassen meistens mit dem Erreichen der Geschlechtsreife ab einem Alter von 9 Jahren die Herde und finden sich zu Junggesellengruppen zusammen. In einer Elefantenherde kümmern sich alle gemeinsam um die Jungtiere. Hierbei profitieren oft die jüngeren und somit unerfahrenen Mütter von dem Wissen der älteren Kühe. Es gibt auch ganz tolle Filmaufnahmen, wie auch in unserer Ausstellung zu sehen. Da hat sich ein kleines Kälbchen in eine missliche Lage gebracht. Und zwar kommt es nicht mehr diesen Matschvorsprung hoch. Seine Mutter eilt ihm zur Hilfe, aber alleine schafft sie es auch nicht, das Kälbchen hochzuheben. Erst wenn eine zweite Elefantendame kommt, schaffen sie es gemeinsam, das Kälbchen hochzuheben.